Wir sind heute hier auf dem Olvenstädter Platz in Magdeburg versammelt, um dem ersten Jahrestag des Todes von Ebru Timtik zu gedenken, die nach 238 Tagen im Todesfasten am 27. August 2020 als Märtyrerin gefallen ist. Ebru Timtik war eine Anwältin im Rechtsbüro des Volkes in der Türkei, hat sich eingesetzt mit ihren Kollegen für die Rechte der im Sommer ermordeten Arbeiter und Arbeiterfamilien, für die Waisenkinder der Arbeiterfamilien, für die Familie von dem ermordeten Berkin Elvan, der vom AKP-Faschismus ermordet wurde. Und sie wurde mit fingierten Vorwürfen ins Gefängnis gebracht, zu einer langen Haftstrafe verurteilt und hat dagegen und vor allem letztlich dagegen, dass man der revolutionären Bewegung in der Türkei die Kapitulation, das Umdenken, das Zurückgehen ins System aufzwingen wollte, begonnen, im Todesfasten Widerstand zu leisten. Sie ist in ihrem Kampf gestorben, sie ist in ihrem Kampf gefallen, aber wir werden sie in unserem Kampf weltweit, international, wir sind hier Menschen aus verschiedenen Ländern, aus der Türkei, aus Deutschland, aus Südamerika, aus Russland, wenn wir ihren Kampf weiterbeleben, in diesem Sinne hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! Hoch!